Frau Bernreuther, herzlich willkommen am Swiss Economic Forum 2019. Vielen Dank für die Einladung. Frau Bernreuther, Sie haben früh gelernt, sowohl privat wie auch im Geschäft Verantwortung zu übernehmen. Sie haben mittlerweile 90 Mitarbeitende und selber auch 3 Kinder. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut? Ja, also manchmal schwierig, ist auch wirklich so. Organisation ist natürlich viel wert, trotzdem ist jeder Tag anders. Ja, und oft schaffe ich es einfach auch nicht, alles unter einen Hut zu bringen. Also es ist einfach trotzdem Prioritäten setzen, das Wichtige zuerst, Schaden begrenzen. Ja, und die Kinder gehen vor. So. Haben Sie es noch nie bereut, Unternehmerin zu werden und in die Fußstapfen Ihres Vaters zu treten? Doch, sicher gibt es da Momente, die sehr schwierig als Unternehmer sind oder unüberwindbare Hürden darstellen oder Phasen, in denen jeden Tag ein neues negatives Highlight kommt. Das sind schon Phasen, da würde ich mich auch gerne eher an die Supermarktkasse wünschen, als Unternehmer zu sein. Aber gut, es geht auch immer wieder aufwärts und das ist das Schöne. Und die Erfolge, die man so erlebt, die sind halt dann auch selbst gemacht und das ist das Schöne daran. Und wieso haben Sie diese Entscheidung getroffen? Ja, ich will, ja, ich mache das jetzt. Die habe ich schon als kleines Kind getroffen, weil ich ja das Unternehmen von meinem Vater übernommen habe und ich meinen Vater super fand und ich wollte auch so sein. Und das war der Beweggrund und jetzt in Wahrheit ist es natürlich alles ganz anders, stellt sich sehr anders dar. Ja. Ich habe in einem Interview gelesen, dass ich glaube, Sie waren 3, als Sie das erste Mal gesagt haben, genau. Papa, ich will mal die Landbrauerei übernehmen. Ja, und nachdem wir 4 Kinder sind, also ich 3 Geschwister habe, musste ich natürlich rechtzeitig den Platz sichern, obwohl die anderen auch kein Interesse an der Brauerei hatten. Und ja, von daher war ich sehr früh dran. Das heißt, die Entscheidung war sofort klar, als die Möglichkeit oder als das dann soweit war? Ja, genau. Ja. Ja. Und hatten Sie zu Beginn Mühe, sich in, bitte entschuldigen Sie diesen Ausdruck, in einer männerdominierten Welt sich zurechtzufinden? Nee, weil ich ja da aufgewachsen bin. Also ich bin ja bei uns in der Firma aufgewachsen, letztlich am gleichen Gelände. Ich kenne es nur so, habe meine Ausbildung im Betrieb schon gemacht. Sicher war ein schwerer Sprung, dass die mich ausgebildet haben, die habe ich dann überholt natürlich. Das war so ein Knackpunkt, da hatte ich aber auch immer meinen Vater noch im Hintergrund, der mir da geholfen hat. Also da hätte sich auch niemand erlaubt, das nicht zu akzeptieren, denke ich. Und ansonsten, ja, habe ich mich schon sehr gut daran gewöhnt, dass ich meistens die einzige Frau unter lauter Männern bin. Also das ist auch heute im 2019 noch der Fall? Ja, also nicht bei mir im Betrieb und nicht bei Mitarbeitern. Da habe ich eine Frauenquote von 37%, die ich ganz gut finde eigentlich. Aber in der Brauereiwelt natürlich, also sobald ich andere Brauer treffe oder so, bin ich meistens die einzige Frau. Und welchen Tipp haben Sie vielleicht für junge Frauen, die den Berufseinstieg vielleicht noch vor sich haben? Sind Sie auch ein Vorbild für Sie? Welchen Tipp? Also es ist, erfordert unheimlich viel Kraft, muss ich schon sagen, diese Kombination. Mutter zu sein und Unternehmen zu leiten, da muss man sich in beiden Sachen 100% sicher sein, sonst klappt es wahrscheinlich nicht. Und durchhalten. Oft ist es durchhalten und dann wird es wieder besser. Ja, es gibt gute und schlechte Phasen. Ja. Hier am Swiss Economic Forum sprechen wir hauptsächlich über die guten Phasen. Optimismus ist das Motto. Yes, the Optimist Code. Wie optimistisch sind Sie privat oder auch im Beruf für die Zukunft? Ja, ich merke einfach schon, dass es je älter man wird und je erwachsener man wird, auch einfacher wird und Dinge klarer sind und der Weg klarer ist und man sich viele Gedanken, die man sich als junger Mensch macht, gar nicht mehr macht. Das ist, finde ich, total optimistisch. Also zu sehen, dass es immer weitergeht und vorwärts geht, dass es für alles eine Lösung gibt, dass es, ja, wie ich schon gesagt habe, ganz tief mal sein kann und dann ist man wieder ganz oben und das muss man aushalten können, aber das macht einem schon natürlich Lust auf die Zukunft. Frau Bernreuther, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.